Liebes Publikum, ich begrüße Sie recht herzlich zu einem weiteren Vortrag in unserer Reihe zur aktuellen Sonderausstellung Stonehenge von Landschaften, von Menschen und Landschaften. Und ich freue mich, dass wir heute Rena Perschke begrüßen dürfen mit einem Vortrag zum Thema Steinkreise in der Bretagne. Und wie gehabt, stelle ich die Referentin sehr kurz vor, wobei bei dem sozusagen Lebenslauf, den Frau Perschke in ihren jungen Jahren schon hinter sich gebracht hat, kann es dann doch eine ganze Weile dauern, weil Frau Perschke hat mit einem Studium der Verwaltungswirtschaft angefangen. Also sie ist eigentlich diplomierte Verwaltungswirtin und hat im Anschluss an dieses Studium ein Magisterstudium der Ur- und Frühgeschichte vor der asiatischen Altertumskunde und Religionswissenschaft an der Freien Universität absolviert in Berlin und hat auch zu einem archäologischen Thema promoviert, über das sie uns heute berichten wird, nämlich an der LMU München über die Megalithen des südlichen Morbihan in der Bretagne. Während ihrer Studien hat sie dabei Korrespondenzen entdeckt, deutscher Archäologen in der NS-Zeit, also das heißt während der Besetzung in Frankreich. Und für diese Studien ist sie auch ausgezeichnet worden mit dem Studienpreis der Deutschen Gesellschaft für Ur- und Frühgeschichte. Dieser Preis führte sie dann wiederum auch zu einem Postdoc-Stipendium der Gerda-Henkel-Stiftung, mit dem sie dann geforscht hat zu nationalsozialistischer Archäologie in den besetzten Westgebieten. Und eines ihrer Steckenpferde ist auch das gegenwärtige Neuheidentum, mit dem, beziehungsweise das Neuheidentum, das wir auch sehr mit den Steinkreisen, mit Stonehenge etc. verbinden. Und in diesem Zusammenhang haben Frau Perschke und ich uns auch kennengelernt, nämlich bei einer der Tagungen der IAA. Und seitdem sind wir auch über die Arbeitsgemeinschaft Theorien in der Archäologie miteinander verbunden. Frau Perschke hat nach und auch während ihrer Promotion bereits für Berliner Museen gearbeitet, nämlich die Museen von Reinickendorf, Lichtenberg, Schloss Lübben, und ist jetzt aber tätig im Staatsministerium des Bundes für Kultur und Medien und forscht jetzt gerade eher nebenbei auch noch über die neolithische Megalithik, prähistorische Religion und natürlich auch über, kleinen Moment, jetzt bin ich hier auf die Präsentation gekommen, und natürlich auch über die Wissenschaftsgeschichte. Liebe Rena, ich freue mich sehr, dass wir dich heute begrüßen dürfen und ich freue mich auf den Vortrag. Telefon an, sehr gut. Vielen Dank für die freundliche Begrüßung hier im Museum und in dieser wunderbaren Ausstellung. Sehr verehrte Damen und Herren, liebe Interessierte und Begeisterte der Megalithik, ich freue mich, dass Sie alle dabei sind und etwas über die Steinkreise der Bretagne erfahren wollen. Wir haben schon im Internet die ersten Fragen bekommen und deswegen möchte ich gleich vorab sagen, wenn wir jetzt die gesamte bretonische Megalithik abhandeln wollen würden, dann durfte ich hier ungefähr eine Woche lang sprechen. Das heißt, wir konzentrieren uns heute auf die Steinkreise und vielleicht kommen wir ein andermal dazu, auch über Steinreihen und Menhire zu sprechen. Die streifen wir heute am Rande, wo sie für die Steinkreise wichtig und notwendig sind. Sie werden schon am ersten Bild sehen, die Steinkreise der Bretagne haben eine andere Form und ein anderes Aussehen als Stonehenge. Wenn wir in Deutschland über Steinkreise sprechen, kommt uns immer Stonehenge zuerst in den Sinn. Diese großen Trilithen, diese Monumentalität. Wenn Sie auf die Steinkreise der Bretagne sehen, haben Sie auch mal einen Stein, der 2 oder 4 Meter hoch ist, aber nur vereinzelt. Was wir haben, sind heutzutage teilweise mitten im Gebüsch stehen, teilweise mitten in den Ortschaften, genau diese Steine. Ein wunderschöner weißer Granit, einzelne Steine, manchmal ein Trockensteinmäuerchen dazwischen, und natürlich jetzt von den Touristen viel begangen. Und ich hoffe, dass ich Ihnen heute über den Abend hinweg erklären kann, warum die Steinkreise der Bretagne, auch wenn sie keine Trilithen haben und nicht ganz so majestätisch daherkommen, trotzdem genauso wunderschön sind wie ihr Stonehenge, das hier unten in Herne steht.
Fangen wir an mit der Begrifflichkeit. Die Franzosen haben historisch den bretonischen Begriff Cromlech übernommen, das heißt eigentlich gebogener Stein oder Steine in einer gebogenen Reihe gestellt. Wenn wir über die Steinkreise der Bretagne sprechen, haben wir eigentlich keine Kreise. Diese Steine sind in geometrischen Formen gesetzt, die sind aber mehr eiförmig oder oval. Wir haben auf gar keinen Fall und in keinem einzigen Fall, den ich Ihnen heute aus dem Arbeitsgebiet präsentieren kann, einen echten Kreis. Das differenziert auch von Stonehenge, denn in Stonehenge, wissen Sie, haben wir die Hufeisenform, die Kreisform vergesellschaftet mit dieser ganzen Rituallandschaft. Hier haben Sie im Befund zum Beispiel links oben den Steinkreis von Krüküni, der sich heute entlang einer Straße zieht. Er hegt ein Gartengrundstück ein und es ist ziemlich schwer zu erkennen auf den ersten Blick, wenn man nicht weiß, dass das ein neolithisches Monument ist, das mehrere tausend Jahre alt ist, dass das nicht irgendeine moderne Gartenzauneinhegung ist, wo sich jemand gar nicht so viel Mühe gegeben hat, sondern dass das wirklich ein neolithischer Steinkreis ist. Ich habe mal einen Meterstab und einen Nordpfeil dran gelegt. Sie sehen, die Steine sind wirklich nicht so groß. Genau das gleiche auf der rechten Seite mit Menek in dem berühmten Ort Karnak. Am westlichsten Punkt der berühmten kilometerlangen Steinreihen steht dieser Steinkreis von Menek. Und auch dieser besteht aus Steinen, die nicht so groß sind, die teilweise geneigt stehen in einer kleinen Böschung darin, inmitten eines Dorfes und dieses Dorf teilweise mit einhegend. Auch unten Kerburgneck, der dritte, den ich auf dieser Folie habe, ist aus mehreren unregelmäßigen Steinen zusammengesetzt, nicht in diese Form gehauen. Wir haben weder Zapfen obendrauf, dass man ehemals Trilithen hätte annehmen können. Wir haben auch nicht diese berühmte Obelix-Menhir-Form. Wir haben in den Steinreihen sehr viele Steine, die aussehen wie die berühmten Menhire von Obelix. Aber in den Steinkreisen sind die Menhire sehr unregelmäßig gehauen. Teilweise stehen sie sogar so, dass der schmale Teil nach unten steht und man sich fragt, warum haben die Menschen damals den Stein so gesetzt, dass der Schwerpunkt oben ist? Auch hier sehen Sie, dass dahinter sich ein Garten befindet und sich davor eine gewundene Straße langzieht. Damit Sie wissen, wo wir uns ungefähr befinden, habe ich Ihnen eine Karte mitgebracht. Links oben sehen Sie die Bretagne, sozusagen der nordwestlichste Teil von Frankreich, auch wenn die Bretonen das nicht gerne hören. Und darin habe ich ein Arbeitsgebiet in der südlichen Bretagne gewählt, das südliche Morbihan. Das ist die Region zwischen der langen Halbinsel von Quiberon, dem berühmten Ort Carnac mit seinen Steinreihen, dem Ort Locmariaquer mit ebenfalls berühmten Monumenten und dem kleinen Golf du Morbihan südlich der Stadt Vannes. Das ist die megalithenreichste Region von ganz Frankreich, wo sich auf einem sehr, sehr engen Raum eine unglaubliche Masse Steinmonumente in einer Kernregion sogar der europäischen Megalithik versammeln. Wie Johannes Müller in einem anderen Vortrag angemerkt hat, sind das auch mit die ältesten Monumente von Europa. Also wir können davon ausgehen, dass sich hier in dieser Kernregion die Megalithik tatsächlich aus dem Mesolithikum in das Neolithikum hinein entwickelt hat. Wir haben zum Beispiel in einigen Dolmen oder Ganggräbern der Gegend noch mesolithische Pfeilspitzen liegen. Und das könnte nicht sein, wenn es da nicht einen weichen Übergang gegeben hätte vom Mesolithikum zum Neolithikum. Aber auch die Dolmen- und Galeriegräber führen heute leider aus dem Thema zu weit heraus. Deswegen konzentrieren wir uns auf die Steinkreise. Die Steinreihen im Arbeitsgebiet sind von Serge Cassin, einem Professor an der Universität von Nantes, kürzlich kartiert worden. Das ist bis jetzt die einzige Kartierung von 2003, wo wir wirklich eine Menge Steinreihen endlich mal auf einer Karte versammelt haben, auch mit der ungefähren Ausrichtung. Und Sie sehen, es gibt nicht nur die großen Steinreihen von Karnak. Es gibt auf dem Land, versteckt im Gebüsch, gerade erst entdeckt beim Bau von Einfamilienhäusern oder von Vegetation überwuchert, eine Unmenge Steinreihen, teilweise historisch bekannt, teilweise auch jetzt wirklich erst aus der Erde geborgen, sodass wir eine wunderbare Fundsituation haben und auch Kleinfunde bergen können. Diese Masse von Steinreihen war vor den Jahren 2000 nicht zu erwarten. Die Touristen und auch die Archäologen haben sich immer auf die großen Steinreihen konzentriert, die sie unten in der Mitte als lange gebogene Reihe erkennen können.
Die Steinkreise der Bretagne sind noch nicht kartiert. Das werden Sie erst mit meiner Dissertation, die hoffentlich demnächst gedruckt werden wird. Ich habe Ihnen hier in die Karte die wichtigsten Steinkreise in dieser Region einmal hineingesetzt. In Rot noch existierende Steinkreise. In Gelb einen Steinkreis, der am Beginn der Steinreihen von Kermario nicht vorhanden ist und vermutlich eine Fehlstelle darbietet. Das zeige ich Ihnen, wenn wir an die Stelle kommen. Und wir haben dreimal in blauen Quadraten einen sogenannten Quadrilater. Das ist eine besondere Form in der Bretagne, wo Steinkreise in quadratischen Formen aufgebaut sind. Diese quadratischen Formen haben sehr dazu herausgefordert, archäoastronomische Vergleiche heranzuziehen. Es gibt einige, die sind wirklich nach den Himmelsrichtungen ausgerichtet. Andere sind wirklich perfekt längs hergestellt. Und natürlich stehen jetzt die Menschen davor in unserer Zeit und fragen sich, wie konnten die so gerade nach dem Kompass ausrichten? Wie haben die Menschen es verstanden, diese astronomischen Kenntnisse in Stein umzusetzen? Und so leid es mir tut, muss ich Sie in Bezug auf die drei Monumente in meinem Arbeitsgebiet enttäuschen, denn diese drei ziemlich quadratischen oder rechteckigen Quadrilaters sind in diese Form restauriert worden. Der berühmteste, den Sie im Internet überall als Quadrilater du Manio, also Steinviereck von Manio finden, der sich direkt nördlich auch der Steinreihen von Kermario und Manio in Karnak befindet, sehen Sie hier auf der linken Seite als Foto. Auch da habe ich mal meinen Meterstab dran gestellt. Das sind sehr flache Steine, kleine Steine. Hat überhaupt keinen monumentalen Anspruch. Wenn man die geraden Linien sich im Luftbild anschaut, ist das wirklich ein gerades Rechteck mit einer gebogenen Reihe am nördlichen Ende. Wenn Sie aber wissen, dass dieses Monument ursprünglich, wie auf der rechten Seite, noch 1887 von Henri du Clézio gezeichnet, ein unregelmäßiger Temenos gewesen ist, also ein Peristalit, das heißt die Einhegung von einem länglichen Erdhügel, vermutlich ein nicht erkanntes frühneolithisches Erdgrab, dann wissen Sie, dass das gar nicht das Monument ist, als dass es uns heute in den Touristenführern verkauft wird. Hier haben wir tatsächlich nur die Einhegung eines neolithischen Erdhügels mit kleinen Steinen, damit die Erde nicht nach außen wegrutscht, sondern das Monument gut gehalten wird. Das ist weder nach den Himmelsrichtungen ausgerichtet, noch hat es eine andere Bewandtnis. Es ist ein ganz unglaublich wunderschönes Monument. Wenn Sie in die Gegend kommen, gehen Sie hin. Es ist groß ausgeschildert, Sie finden dazu sehr viel im Internet. Aber wir haben hier keinen eigenständigen Steinkreis oder Steinviereck, sondern nur eine Begleitsteinreihe für ein Erdmonument, das nicht ausgegraben wurde. Ach so, Sie haben in der Mitte diese wunderbare runde Struktur. Henri du Clézio schreibt, das ist das Fundament, das aus abgerissenen Steinen für eine nicht mehr existierende Mühle gebaut wurde. Im 19. Jahrhundert hatte da eine Kornmühle gestanden, die zu seiner Zeit, also 1887, bereits wieder abgerissen war und nur noch als Fundament vorhanden. Heute ist auch dieses Fundament wieder auseinandergenommen worden und die Steine wurden wieder in die Außenreihen zurückgesetzt, um die Reihen romantisch zu vervollkommnen. Von diesem Monument ist also nicht mehr viel original, wie wir es mal hatten. Etwas Ähnliches gilt bedauerlicherweise für den sogenannten Quadrilater von Crucuneau in der benachbarten Kommune Plouharnel. Sie sehen oben links dieses wunderbare Steinrechteck, das sehr viel archäoastronomisch interpretiert wird, weil es genau kompassgerecht nach den Himmelsrichtungen ausgerichtet ist. Nicht nur die beiden Toms, Alexandre und sein Sohn, haben in den 1970er Jahren versucht, darüber das Megalithic Yard oder Sonnenstände nachzuweisen, wie hier die Wintersonnenwende oder das Herbstäquinox, sondern auch bis heute gehen da sehr viele Menschen hin. Es finden in diesem Steinviereck immer noch druidische Feiern statt, die auch sehr schön da ausgerichtet werden, wo also der Gorset der bretonischen Druiden heute zusammenkommt und feiert, was ihnen auch unbenommen ist. Das sind sehr schöne Feiern, aber original war dieses Monument vermutlich kein Viereck, sondern bestand aus mehreren nicht mehr erkennbaren Steinreihen. Sie haben hier unten einen Plan von Henry Drüden und W.C. Lucas von 1867. Es gibt dazu einige ergänzende Pläne, die ich Ihnen aus
datenschutzrechtlichen Gründen nicht zeigen darf, weil ich dafür die Bildrechte nicht habe. Aber wir haben diese Steine in mehreren Reihen, von denen nur zwei hier links und rechts die beiden Kanten bilden. Und die anderen Steine werden nördlich und südlich davon im Gebüsch noch mit einigen anderen kleinen Steinen vervollkommnet, sodass wir hier vermutlich nicht erkannte Steinreihen haben. Ende des 19. Jahrhunderts hat sich ein sehr geschäftstüchtiger Archäologe und Museumsbesitzer der Gegend, Zacharie Le Rosic, hingestellt und hat zusammen mit dem Hotelbesitzer Felix Gaillard dieses Monument restauriert. Dabei wurden die Steine, die lagen, nicht wieder so hingestellt, dass versucht wurde, sie in ihre alten Verkeilungen einzubringen, sondern man hat wirklich mit dem Kompass in der Hand, und da gibt es einen sehr schönen Denkmalschützerbericht darüber, aus der Zeit, man hat wirklich mit dem Kompass in der Hand die Steine so hingestellt, dass sie ein perfektes, nach den Himmelsrichtungen ausgerichtetes Viereck ergeben, weil man dachte, damit würde man dem Monument wieder gerecht werden. Es wurde nicht versucht, die alten Verkeilungen wiederzufinden. Insofern stimmt es, dass das Monument heute wunderbar nach den Himmelsrichtungen ausgerichtet ist. Das ist aber die Rekonstruktion von 1890. Der dritte Quadrilater der Gegend ist ausschließlich in einem alten, verbrannten Dokument überliefert. Der Ort heißt heute Cosquer. Und Sie sehen unten auf der linken Seite, wo die Brandspuren sind, eine kleine Zahl, A und ein paar Buchstaben. Und da sehen Sie noch ein paar winzig kleine Menhirspuren eingezeichnet. Und wo die verbrannte Spur unten links ist, sind hochkant auch ein paar winzige Menhirspuren. Es ist also eigentlich nur ein Winkel überliefert, beziehungsweise von Ihnen aus gesehen so ein Winkel überliefert. Und auch das wird als Quadrilater interpretiert, obwohl man gar nicht weiß, ob das Monument nicht oben rund weitergegangen ist, denn die anderen Reihen sind nicht nur nicht erhalten, sondern auch das Dokument ist an der Stelle verbrannt. Auf dieser Grundlage können wir nur konstatieren, hier hat es zwei Menhirreihen gegeben. Ob das aber wirklich eine rechteckige Steinsetzung gewesen ist, würde ich an dieser Stelle erst einmal bezweifeln, bis wir im Gelände einen Nachweis haben. Gut, kommen wir dann zu den richtigen Steinkreisen. Bei den Cromlechs haben wir genau das gleiche Problem: Restaurierung und Überlieferung. Die Monumente, die Sie heute im Feld finden, die heute vermessen werden, wo heute engagierte Menschen, auch Astrophysiker und Archäoastronomen hingehen und Peilungen anstellen und Messungen anstellen, sind nicht die Monumente, die dort im Neolithikum gestanden haben. Die Monumente dieser Gegend haben Fehlstellen und sie sind an vielen Stellen idealisiert und romantisch restauriert worden, um die Gegend touristisch aufzuwerten. Hier haben wir zum Beispiel den sogenannten Cromlech von Sainte-Barbe, der am Kopf von Steinreihen steht. Wo die roten Pfeile sind, haben sie einzelne Steine, die zusammen mit den im roten Kasten stehenden Steinen ein Steinoval ergeben könnte, wenn es geschlossen wäre. Erhalten sind nur die vier großen Steine in dem Kasten, die Sie einmal unten links noch verbunden mit einem kleinen Trockensteinmäuerchen und unten rechts in einem aktuellen Bild von mir sehen können. Das ist alles, was an dieser Stelle erhalten ist. Diese Steine sind wirklich monumental. Die sind viele, viele Meter hoch. Ich glaube, der größte ist 5,5 Meter hoch und extrem massiv. Die neolithischen Menschen haben sich sicher etwas dabei gedacht, diese massiven Steine dorthin zu stellen. Aber für die Funktionsanalyse, warum stand hier ein Steinkreis, hat er einen heiligen Bereich eingehegt, war er nach Sonnenständen ausgerichtet, reichen diese Informationen nicht aus. Das gleiche Problem haben wir zum Beispiel in Krükyni, den ich Ihnen eingangs schon gezeigt habe. Dieser Steinkreis zieht sich heute um eine Gartenanlage herum, die relativ wild mit Stechginster und Farn bewachsen ist. Auf der Außenseite sozusagen zieht sich eine moderne Straße lang, die Sie bequem mit dem Auto langfahren können. Und die Steine dieses Steinkreises sind, dieses rudimentären Steinkreises, denn wie Sie links oben sehen können, haben wir nur wieder eine angedeutete Reihe, die nicht geschlossen ist. Diese Reihe ist mit dem Steinmäuerchen so untereinander verbunden, dass sich ein geschlossenes Monument ergibt. Wenn Sie oben rechts einmal einen Teil dieses Steinkreises sehen, sehen Sie, was ich meinte mit, manchmal sind die Steine so verkeilt, dass wir uns fragen, welchen Sinn und Zweck haben die Menschen darin gesehen.
Da haben Sie zum Beispiel einen Stein, der mit der Schmalseite nach unten verkeilt ist, auf einem Trockensteinmäuerchen aufliegt und oben quer darüber ragt. Ob das der tatsächliche neolithische Befund ist, wage ich auch zu bezweifeln. Es ist jedenfalls der Stand, den wir heute haben. Dieser Steinkreis war vermutlich nicht geschlossen. Aber wir haben darin zwei eisenzeitliche Bestattungen geborgen im 19. Jahrhundert, die leider nicht wirklich überliefert sind. Es ist nur klar, dass es Brandbestattungen waren, die Metallbeigaben hatten. Die Metallbeigaben sind im Museum von Karnak gelandet, eindeutig eisenzeitlich zu datieren. Die Brandbestattungen und Knochen sind entsorgt worden. Das heißt, es ist an dieser Stelle auch nicht auszuschließen, dass in der Eisenzeit entweder neolithische Monumente nachgenutzt wurden oder dass in der Eisenzeit, also in der keltischen Zeit, Menschen Steine abgebrochen haben aus den Steinreihen oder woanders und für ihre Einhegungen, für ihre eigenen Grabanlagen wiederverwendet haben. Da wir die Steine nicht datieren können, nur über Beifunde, und die Beifunde ein wildes Gemenge sind, können wir diese Steine im Moment nicht genauer für die Aufstellung datieren. Ich habe Ihnen noch einen Steinkreis mitgebracht. Hier nämlich unten den von Meneck in der Vermessung von den beiden Toms. Sie sehen auch hier, das sind die großen Steinreihen von Karnak. Wir haben links unten eins, das Alignement du Meneck. Dann als zweites weiter rechts das Alignement de Kermario. Und ganz oben rechts Alignement de Kerlescan unter den roten Pfeilen halb verborgen. Und ganz klein rechts oben das Alignement du Petit Meneck. Das sind die berühmten großen vier Steinreihen der Region Karnak. Sie sind mit Steinkreisen konnotiert. Das heißt, in Meneck ist am westlichen und am nordöstlichen Ende jeweils ein rudimentärer Steinkreis vorhanden, der jeweils in einer eiförmigen oder ovalen Form angelegt ist. Viele Forscher haben angenommen, dass alle großen Steinreihen, auch diejenigen von Kersaho in Erdeven oder von Mané Bras in Erdeven, grundsätzlich einen Steinkreis an einem Ende haben. Und aktuelle Forschungen von Serge Cassin in Quiberon scheinen das zu bestätigen, denn er hat dort die Steinreihen von Saint-Pierre-Quiberon, die ins Meer laufen, untersucht, mit Tauchern und mit Unterwasserfotografie und hat unter Wasser den Anfang eines Steinkreises gefunden, den er in den nächsten Jahren jetzt erst erforschen und unter Wasser ausgraben möchte. Also scheint die Verbindung Steinreihe mit Steinkreis tatsächlich eine Bedeutung zu haben. Meneck ist von beiden eingekreist. Am Beginn von Kermario, wo der gelbe Pfeil ist, haben wir eine Fehlstelle. Dort müsste, wenn die Theorie stimmt, ein Steinkreis sein. Es ist aber keiner vorhanden. Es ist eine große Freifläche. Zeige ich Ihnen gleich im Bild. Am hinteren Ende ist der Quadrilater von Krukuno, den ich Ihnen vorhin gezeigt habe, der ja eigentlich nur die Einhegung eines jüngeren oder älteren Erdgrabes ist. Und das Alignement von Kerlescan hat sogar zwei Steinkreise, aber nicht an den beiden Enden der Steinreihen, sondern einen am westlichen Ende und einen nördlich darüber gesetzt. Dieser Befund harte Interpretation. Wir fangen mal links unten an und gehen die einzelnen geometrischen Steinsetzungen durch. Meneck, ganz links unten, beinhaltet keine kreisförmigen Steinsetzungen, sondern eher eiförmige, elliptische. Und das gilt für beide, sowohl wie Sie unten in der Vermessung von den Toms sehen können, links einmal das Ei und auf der rechten Seite auch einmal diesen eiförmigen Steinkreis, wobei dieser rechte sogenannte Steinkreis überhaupt nur aus 5 Steinen besteht und der Rest ist virtuell ergänzt worden, so nach dem Motto, da muss aber sicher eine Eiform hin, also ergänze ich die jetzt mal. Und so kam dieser Steinkreis in die Welt. Es gibt eine gebogene Reihe, aber wie gesagt nur aus 5 Steinen. Sie sehen links oben diesen Steinkreis, also den linken Steinkreis, den größeren, von innen betrachtet. Die Steine dieses Steinkreises tragen alle so eine rote Betonmarke. Diese Betonmarke, auch der Stein dahinter hat eine, bedeutet, dass diese Steine Ende des 19. Jahrhunderts von dem Archäologen Zachary Le Rosic wieder errichtet worden waren. Nachdem Félix Gaillard und Zachary Le Rosic eine Menge von ungefähr 100, 120 Steinen wieder aufgerichtet hatten, kamen sie auf die Idee,
dass man ja später gar nicht mehr unterscheiden kann, welche Steine sie wieder aufgerichtet haben und welche original noch stehen. Und dann sind sie auf die Idee gekommen, die Steine, die sie wieder aufrichten, um den Tourismus in der Gegend anzukurbeln und die Monumente wieder schön romantisch herzurichten, diese Steine wenigstens zu kennzeichnen. Förderhin wurde ab den 1890er Jahren jeder wieder aufgerichtete Menhir einmal angebohrt und mit einer roten Betonmarke versehen. In den meisten Steinkreisen der Gegend können sie entlanglaufen, auch in den Steinreihen, und sehen an fast jedem Stein eine rote Betonmarke, was bedeutet, die Steine stehen nicht unbedingt an der Stelle, wo sie im Neolithikum gestanden haben. Auch das ist der gleiche Steinkreis von Meneck. Unten können Sie ihn von der Außenansicht sehen. Heute steht ein modernes Dorf darin. Die Häuser datieren von den Grundrissen her ab dem 16. Jahrhundert. Die meisten jetzigen sind aus dem 18. und 19. Jahrhundert erbaut. Im oberen Plan können Sie sehen, dass von rechts die Steinreihen ankommen und links die roten Häuser, ganze Gehöfte, in diesem angedeuteten Steinkreis stehen. Wir haben hier also ein Monument, teilweise erhalten, als gebogene Steinreihe, das viel, viel größer ist als zum Beispiel Stonehenge. Es umfasst mehrere hundert Meter. Ich glaube, der Durchmesser von Meneck war irgendwie bei 300 Metern. Der große nördliche Steinkreis von Kerlescon hat einen Durchmesser von 280 Metern. Sie bekommen also ein ganzes Dorf in diesen Steinkreis hineingestellt. Wir sprechen hier über eine große Dimension. Und dieser Steinkreis kann auch nicht ausgegraben werden in der Mitte, da er ja durch die modernen Bauten schon Bodeneingriffe erlebt hat und auch bewirtschaftet wurde. Der Humus an der Stelle ist sehr flach. Das Gleiche gilt, wenn Sie eine Steinreihe weitergehen, zum Beginn der Steinreihen von Ker Mario. Ich hatte ja gesagt, viele Forscher nehmen an, dass da ein Steinkreis sein müsste. Und die Frage ist, warum steht da keiner? Wurde intentionell keiner gebaut? Oder wurde er später abgerissen? An der Stelle ist heute eine große Freifläche und ganz hinten am Horizont der Parkplatz für die Touristen. Der Humus ist an dieser Stelle sehr, sehr flach. Wir können also keine Verkeilungen mehr finden, wenn welche gewesen sind. Sie sehen diese kleinen weißen Spuren im Gras. Das ist schon der anstehende Felsen, wo wirklich nur ganz wenig Gras drüber gedeckt ist. Auf der rechten Seite beginnen die Steinreihen. Sie können aber von einer historischen Ausgrabung von 1881, die der Schotte James Millen dort durchgeführt hat, sehen, dass dieser dort etwas gefunden hat, nämlich winzig kleine Hausgrundrisse, einen eckigen Hausgrundriss. Wir wissen nicht, ob das wirklich an die Stelle gehört, also ob der Steinkreis das einmal umrandete oder nicht. Da kommen wir auch gleich nochmal zu, wenn wir uns das näher ansehen. Ich wollte nur darauf hinweisen, dass hier wirklich eine Fehlstelle vorliegt. Wenn Steinreihe und Steinkreis zusammengehören, müsste man hier vielleicht doch nochmal mit einer modernen Grabung gucken oder zumindest mit Magnetresonanzuntersuchungen, ob man nicht über dem gewachsenen Fels noch irgendwas erkennen kann oder ob wirklich alles durchwühlt wurde. Während wir weitergehen zum nächsten Ensemble nach Kerlescon mit den zwei Steinkreisen, möchte ich an der Stelle darauf hinweisen, dass Archäoastronomie wirklich eine ehrenwerte Sache ist, die ich zum Beispiel bei Stonehenge oder bei der Sternenscheibe von Nebra sofort befürworten würde. Da sind eindeutig celestiale Zusammenhänge, da haben sich die urzeitlichen Menschen was gedacht und haben versucht, das wirklich umzusetzen, umzutradieren, was sie über den Erdlauf, den Sonnenlauf, die Sterne oder ähnliches wissen. Es gibt aber sehr viele Forscher, die in dieses Arbeitsgebiet reisen und Peilungen unternehmen. Manche machen das auch am Schreibtisch. Wenn Sie selber daran interessiert sind, dann achten Sie bei diesen Studien darauf, ob die Forscher tatsächlich vor Ort gewesen sind. Es gibt ziemlich viele Peilungen, die am Schreibtisch entstanden sind und sagen, da stand ein großer Mann hier, der peilt zu dem Grab und zu dem Grab und zu dem Steinkreis und zu der Steinreihe. Wenn Sie aber im Gelände stehen, dann ergeben sich diese Sichtachsen nicht. Als ich das erste Mal in dieses Arbeitsgebiet gefahren bin in der Bretagne, war ich sehr überrascht. Wie die meisten Norddeutschen kenne ich unsere Megalithen, unsere Großsteingräber oben an der Küste, und die haben wirklich weite Blickwinkel. Wenn sie in Karlsminden stehen oder in
in der Region von Osnabrück, da haben sie, obwohl da Wald ist, weite, weite Sichtachsen über das flache Land. Die Bretagne hatte keine Eiszeit. Das Land dort ist nicht abgeschliffen. Wir haben da wirklich kleine Berge. Wir haben sogar ganze Bergketten, Hügelketten, die das Gelände durchziehen. Und was auf dem Papier aussieht wie eine ganz wunderbare Sichtachse, die auch genau in eine Himmelsrichtung oder auf eine Sternkonstellation peilt, ist im Gelände nicht zu erkennen, weil sich dazwischen eine wirklich große Bergkette entlang zieht. Außerdem besteht immer die Gefahr, wie man hier sehen kann bei einer Publikation von Briard, sie haben unten hier diesen kleinen sogenannten Steinkreis, diesen Cromlech, in dem Enceinte steht. Und darüber hat er jetzt einmal die Peilung gelegt für die Wintersonnenwende und das Herbstäquinox. Ich möchte kritisch anmerken, wenn ich einen Kreis nehme und darüber einen Sonnenkreis lege, peilt immer irgendwas in irgendeine Richtung. Das Argument reicht mir nicht, um zu sagen, alle Steinkreise sind nach zelestialen Gesichtspunkten angelegt. Wenn es da nicht wirklich Peilungen gibt, dass ein Stein herausgehoben ist, dass ein Stein dekoriert ist, dass ein Stein graviert ist, dass man wirklich sehen kann, dass da mehr Sinn und Zweck hinterstehen, als dass nur Steine in einer gebogenen Reihe gesetzt wurden, dann reichen mir die Argumente nicht, um da zelestiale oder andere Zusammenhänge zu sehen. Deswegen habe ich mich während meiner Magisterarbeit und später während der Doktorarbeit gefragt, wenn ich jetzt einfach mal neutral rangehe und wirklich sage, ich sehe bei den Steinkreisen erstmal keinen archäoastronomischen Bezug, ich sehe nur, da haben Menschen Steine in einem Bogen oder einem Eiform, eine Eiform oder einem Kreis aufgestellt. Was könnte Sinn und Zweck sein? Ich habe mir die historische Literatur angeschaut und festgestellt, die Frage hat so neutral offensichtlich noch keiner gestellt. Keiner ist hingegangen und hat nur gesagt, da stehen Steine in einer gebogenen Reihe, warum? Und dem wollte ich auf den Grund gehen und Ihnen heute meine Argumentation einmal zeigen. Dafür gehen wir nach Kerlescon, der letzten Steinreihe. Der nördliche Cromlech, der hier oben in Rot eingezeichnet ist, hat auch keine wirklich runde Form, sondern ist eher schon fast so ein bisschen fragezeichenförmig im Gelände angelegt. Die im Norden auslaufenden Steine sind wie auf dem Bild oben rechts mit sehr großen Abständen zueinander. Das Gelände ist komplett ungegraben, sowohl historisch wie auch aktuell, weil dieser Steinbogen zu der großen Anlage der Steinreihen von Karnak gehört und für diese gibt es keine Grabungserlaubnis. Es müssten, weil das ein so berühmtes Monument ist und Weltkulturerbe, mehrere französische Institutionen zustimmen, dass da Untersuchungen vorgenommen werden und diese können sich meistens nicht einigen, sodass im Regelfall dort keine Untersuchungen stattfinden. Das ist ein ganz wunderbares Vorbehaltsgebiet, das spätere Generationen da vielleicht noch Erkenntnisse rausziehen können, die wir heute nicht haben. Das untere Bild zeigt diesen oberen Steinkreis ungefähr in der Mitte und auch hier sehen Sie, der ist mit einem kleinen Mäuerchen verbunden. Wir können diese Trockensteinmauer nicht datieren. Sie sind sehr ähnlich denen auf den britischen Inseln, wo sie ja auch als Feldabtrennung und ähnliches benutzt werden. Und jede Generation, die diese Monumente nutzt, diese Feldsteinmäuerchen, nimmt wieder neue Steine und restauriert die oder restauriert sie mit den alten vorhandenen Steinen. Deswegen sind diese Trockensteinmäuerchen nicht datierbar. Was wir aber sagen können ist, sie sind hier aus genau dem gleichen Gestein wie die Menhire. Und es ist nicht auszuschließen, dass zumindest ein Teil dieser Trockensteinmäuerchen tatsächlich bis zum Ursprung dieser Steinreihen zurückreicht. Aber Sie sehen schon, am südlichen Ende dieser roten Menhire, da haben Sie ein kleines Dreieck für einen großen stehenden Menhir, rechts daneben so einen gepunkteten Kasten für ein Tumulus, ein Erdgrab, und darunter nochmal ein angedeutetes Steinrund. Das sehen Sie hier nochmal deutlicher, dieses südlichere Monument. Versuchen Sie sich das einzuprägen für die Argumentation, die folgt. Sie haben immer diesen Erdhügel, diesen ovalen, darunter diese halb manchmal runde im oberen Bild, unten bei Clusio eher eckigen Steinbogen und rechts davon die ansetzenden Steinreihen von Kerlescon, die so ein bisschen dreieckig nach hinten auslaufen.
was auch nur heute ist. Also heute sehen Sie, dass diese Steinreihen so spitz zulaufen. Wenn Sie hier aber den Blair Ronalds von 1836 oben sehen, sehen Sie, dass diese Menhirreihen viel, viel weiter geradeaus liefen und dass diese spitze, dreieckige Form einfach nur daraus resultiert, dass die örtlichen Bauern ganz viele von den stehenden Menhiren aus den verlängerten Reihen abgerissen haben und nur die Kernreihen in einem bestimmten Gebiet stehen gelassen haben, nämlich da, wo ein bestimmtes Grundstück endete. Und das endet eben spitz zulaufend und deswegen stehen diese Steine heute in dieser dreieckigen Form und nicht gerade weiterlaufend. Dieser südliche Cromlech von Kerlescon ist der einzige aus dem Arbeitsgebiet, aus dem wir eine halbwegs moderne Grabung haben. Diese Grabung ist bedauerlicherweise keine französische Grabung, sondern kam unter Besatzungsbedingungen während der deutschen Besatzung zustande. Als Deutschland im Blitzkrieg Frankreich 1940 überrannt hat, wurde im Juni in Compiègne der Waffenstillstand geschlossen. Die deutschen Archäologen von der Dienststelle Rosenberg, insbesondere ein gewisser Werner Hülle, hatte zu diesem Zeitpunkt bereits fertige Pläne in der Schublade, was er in Frankreich ausgraben möchte. Und diese Pläne hat er auch ganz offen während der nationalsozialistischen Zeit publiziert und auch gesagt, ich war vorbereitet, in dem Moment, wo die Bretagne für uns deutschen Forscher offen war, ohne dass wir die französischen Kollegen um Erlaubnis fragen mussten, waren wir sofort im Feld. Und 6 Wochen nach dem Waffenstillstand waren die deutschen Archäologen vor Ort in Kerlescon mit Unterstützung der Reichsautobahn, die Fotografieinstrumente geliefert hat, die Vermessungsinstrumente geliefert hat. Die Luftwaffe hat, weil sie damals in der Bretagne zwar stationiert war, aber nicht in aktive Kampfhandlungen in den ersten Jahren verwickelt waren, hat die Luftwaffe tatsächlich Luftbilder angefertigt, was für die Zeit einfach singulär ist. Das war überhaupt mit der Beginn der Luftbildfotografie für archäologische Zwecke in Frankreich. Und aufgrund dieser ganzen Unterstützungen konnte Werner Hülle im Jahr 1940 unter Einsatz von französischen Kriegsgefangenen Vermessungen durchführen. Er hat nicht nur Kerlescon, sondern auch andere Steinreihen vermessen. Und ich möchte dazu einen Zeitzeugenbericht sagen. Eine Madame Madeleine Bernard, die in Carnac immer noch eine ansässige Alteinwohnerin ist, war damals ein junges Mädchen und sie hat ihre Memoiren als Manuskript im Museum von Carnac auf Französisch in die Bibliothek einstellen lassen. Und in Übersetzung lautet eine Passage: Wir wohnten sehr nah an den Steinreihen von Carnac, 2 Schritte von den Menhiren von Croisodron. Die Deutschen beschäftigten französische Gefangene für Ausgrabungen an den megalithischen Monumenten und auch um Gräben für Telefonleitungen und anderes auszuheben. Jeden Tag kochte meine Mutter eine Suppe aus Gartengemüse. Und wenn die Mittagszeit nahte, bereitete sie einen großen Topf, Schalen und eine Kelle und sagte zu mir, los, bring das zu den Gefangenen. Zumindest bekommen sie so etwas Warmes in den Magen. Die deutschen Wachen ließen mich machen. In diesem Sommer wurde ich 8 Jahre alt. In den Jahren 1941 und 1942 war Werner Hülle von der Dienststelle Rosenberg zusammen mit Friedrich Walburg, einem Bremer Lehrer, der auch von dieser Dienststelle verpflichtet worden war, also sich freiwillig verpflichtet hatte, wieder in Kerlescon und diesmal nicht um zu vermessen, sondern konkret um Ausgrabungen durchzuführen. Dabei wurde der Erdtumulus oben nahezu weggegraben und darunter der nördliche Teil des Cromlechs untersucht, sowie 2 Stellen in den Steinreihen. Diese Unterlagen sind durch einen glücklichen Zufall erhalten geblieben und befinden sich heute im Forschungsinstitut des Archivs im Pfahlbaumuseum Unterohldingen. Dort können sie erforscht werden und dort durfte ich dank des Museumsleiters und also Forschungsinstitutsleiters Gunter Schöbel diese Unterlagen für meine Doktorarbeit auswerten. Sie sehen hier die Schnitte, wo in den Steinreihen gegraben wurde.
in den Jahren 41 und 42 nicht mehr mit Kriegsgefangenen, sondern mit bezahlten Schulkindern und älteren Leuten aus der Region. Ganz wichtig ist die Erkenntnis, also es kamen drei große Erkenntnisse zutage. Die erste ist, oben rechts in den Steinreihen wurden auch Fotografien angefertigt und dort wurde festgestellt beim Abgraben, dass die Menhire in den Steinreihen einzeln verkeilt sind. Das heißt, in den Steinreihen von Kerleskorn wurde jeder Menhir einzeln in diesem flachen Humus, und Sie sehen, der ist hier nur 20, 30, 40 Zentimeter hoch, wurde einzeln verkeilt und dann wieder aufgeschüttet. Wir können heute also nicht mehr sagen, in welchem zeitlichen Abstand ein Menhir in den Steinreihen zu den anderen Menhiren in den Steinreihen errichtet wurde. Es können 3, 4, 5 Menhire am gleichen Tag errichtet worden sein, es kann auch einer heute errichtet worden sein und der erste ist erst in 50 Jahren. Wir können es nicht datieren. Wir wissen nur, dass die großen Steinreihen offensichtlich kein geschlossenes Monument sind. Jede Steinsetzung hat ihren eigenen Zweck. Eine Interpretation wäre, dass es sich hier eben doch um einen großen Friedhof handelt und wenn jemand gestorben ist und zum Beispiel eine Brandbestattung vorgenommen wurde, über die Brandschüttung oder über die Brandgrube anschließend ein Menhir als Gedenkstein gesetzt wurde. Das können wir nicht mehr nachvollziehen, weil die sauren Böden der Bretagne keine Knochenerhaltung zulassen und wir auch keine Beigaben finden. Wichtig ist aber, dass die Steinreihen kein zusammenhängendes Monument sind. Ganz anders stellt sich das bei dem benachbarten Krummlich dar. Hier haben Sie so eine Ausgrabungssituation. In der Mitte vor dem weißen großen Stein sehen Sie den deutschen Offizier stehen, vermutlich Werner Hülle, wie er davor die bretonischen Jungs beim Graben beaufsichtigt. Sie sehen hier, dass die Menhire des Krummlechs unten mit losen kleinen weißen Steinen verbunden sind. Da zieht sich so eine Reihe immer an den Menhiren lang, während davor und dahinter blankes Erdreich ist. Die Menhire des Krummlechs waren also miteinander verbunden. Und Hülle schreibt eindeutig, wir haben eine Böschungssituation gefunden. Diese Steine waren noch kniehoch zwischen den Menhiren aufgeschüttet und der Rest war zur Seite abgebröselt, deswegen sieht es so breit aus. Zu vermuten ist, schreibt Hülle, dass an dieser Stelle tatsächlich ein Trockensteinmäuerchen diese Menhire verbunden hat und die Masse der Steine besagt, dass es auch relativ hoch gewesen sein muss. Also ich bin ein kleiner Mensch und bei dem, was Hülle schreibt, waren die Steine vermutlich so hoch geschlossen, Sie sehen ja, dass der Offizier fast so groß ist wie der Stein, dass ich über diese Steinmauer nicht hätte drüber schauen können. Hier handelt es sich also um ein Monument, das nicht aus einzelnen Menhiren zusammengesetzt wurde, sondern das zu einem Zeitpunkt als eine geschlossene Steinreihe erbaut wurde, zu einem bestimmten Zweck. Dass dieser Zweck in späteren Generationen vielleicht verloren gegangen ist, steht auf einem anderen Blatt. Aber zum Zeitpunkt der Erbauung hatte dieser Krummlech eine völlig andere Funktion als die benachbarten Steinreihen. Und das Dritte, was Werner Hülle und Friedrich Walburg herausgepuzzelt haben, war die Bauabfolge. Sie sehen hier in Blau, links oben nochmal dieses Trockensteinmäuerchen, das so runtergebröselt ist und wirklich links und rechts genau diesem Menhirbogen folgt. Und dann haben Sie nochmal die Situation mit diesem Hügelgrab. Von rechts kommen die Steinreihen an und Sie können sehen, dass rote Punkte unter diesem Erdhügel mit einem kleinen M daran leere Menhirverkeilungen sind. Da ist ganz eindeutig mal ein Menhir gewesen, der abgebrochen wurde und dann wurde das Hügelgrab darüber gebaut. Und diese Punkte sind genau in der Flucht von den Steinreihen. Das heißt, die Steinreihen sind das älteste Monument an diesem Ort. Danach wurden einige davon abgebrochen und der Erdhügel über diese leeren Löcher gebaut. Und dann erst wurde der Krummlech angelegt, denn dieser respektiert den Erdhügel. Sie sehen in roten Punkten Verkeilungen, die Werner Hülle noch unterirdisch gefunden hat, in der Verlängerung des Bogens des Steinkreises. Diese Bauabfolge überrascht. Wenn nämlich die Steinreihen und die Steinkreise eigentlich zusammengehören, wie so viele Forscher in den letzten Jahrhunderten es gedacht haben,
dann hätten sie auch zum gleichen oder zumindest zu einem sehr ähnlichen Zeitpunkt erbaut sein sollen. Hier ist aber eine ganze Phase dazwischen, nämlich die Steinreihen, die erst abgebrochen wurden teilweise, um dann diesen Hügel zu bauen und dann möglicherweise aus den abgerissenen Steinen der Steinreihen diesen Steinkreis zu erbauen. Das heißt, die Steinreihen hatten zum Zeitpunkt der Erbauung dieses Cromlechs ihre Funktion vermutlich verloren. Und dieser Cromlech ist der einzige in der Bretagne, der datierbar ist, weil Werner Hülle aus dem Fundament von Menhir Nummer 23 ein frühbronzezeitliches oder spätkupferzeitliches Kupferbeil geborgen hat. Dieses Kupferbeil ist in den Kriegswirren leider verschollen. Wir sind noch dabei, in verschiedenen Museen anzufragen, ob es nicht doch noch irgendwo auftaucht. Aber dieses Kupferbeil, von dem eine genaue Beschreibung existiert, war so tief in der Verkeilung des Menhirs als Fundamentopfer oder Bauopfer, wissen wir nicht, versteckt, dass es wirklich diesen Menhir, die Errichtung dieses Menhirs datiert. Dieser Menhir ist kupferzeitlich oder frühbronzezeitlich aufgestellt. Und auch das überrascht, denn eigentlich hätte man gedacht, die Steinkreise wären neolithisch, also deutlich älter. Wir haben hier also zwei oder drei Monumente an einem Ort, die völlig unterschiedliche Funktionen haben. Einmal die einzeln stehenden Menhire in den Steinreihen und dann der Steinkreis, der als ein Monument zu einem Zeitpunkt für eine Funktion errichtet wurde. Das hatte teilweise auch schon James Milne 1881 festgestellt. Ich habe Ihnen rechts unten mal ein Bild aus seiner Grabung in Meneck reingesetzt. Da zeigt er auch, dass er bei einem Menhir mal richtig diesen Menhir ringsherum ausgegraben hat. Und auch dieser Menhir bei James Milne ist einzeln verkeilt. Das heißt, der Befund trifft nicht nur Kerleskorn, der ist auf Kermario und Meneck vermutlich breitflächig übertragbar. Wie ist es nun mit den Cromlechs? Wir haben ja gesehen, dieser eine ist mit einem Trockensteinmäuerchen versehen. Und ich habe Sie vorhin schon darauf hingewiesen, dass auch die anderen teilweise in Trockensteinmäuerchen stehen, wie hier rechts oben der von Kerleskorn Nord und unten der von Krükyny. Wir können diese Trockensteinmäuerchen nicht datieren, aber wenn wir aus Ausgrabungsbefunden wissen, dass der Originalbefund in der Frühbronzezeit oder späten Kupferzeit tatsächlich mit einem Steinmäuerchen versehen war, und wenn wir aus ethnologischen oder ethnografischen Vergleichen mit den britischen Inseln wissen, dass diese Steinmäuerchen von der bäuerlichen Bevölkerung bis heute ja teilweise immer wieder errichtet werden, dann liegt die Vermutung nahe, dass alle diese Steinmonumente, diese Steinkreise oder Cromlechs, ursprünglich mal mit einem Trockensteinmäuerchen in sich verbunden waren und damit wirklich eine geschlossene Einhegung ergeben haben, nicht einzeln stehende Steine, wie zum Beispiel in Stonehenge. Das sehen wir zum Beispiel auch bei einem, den ich Ihnen noch nicht gezeigt hatte heute. Unten wäre der sogenannte Steinkreis von Kergonan auf der Ile aux Moines im Golfe du Morbihan. Auch hier können Sie sehen, dass die Steine einzeln in so einer Böschung stehen. Und wenn man da mit dem Schuh so ein bisschen am Gras kratzt, was natürlich schwer verboten ist, französische Denkmalpflege, kann man sehen, dass auch da diese kleinen Trockensteine unter dieser Böschung stecken. Das heißt, das ist nicht nur Erde, auch da war vermutlich ein Trockensteinmäuerchen. Dann ist doch die große Frage, ach so, und oben rechts nochmal Sainte-Barbe, auch da hatte ich ganz am Anfang gesagt, auch da war eine Trockensteinmauer früher, die heute entnommen ist. Und die große Frage ist doch, wenn ich ein geschlossenes Monument errichte, eine richtig hohe Steinmauer mit stehenden Menhirpfeilern, die blickdicht geschlossen ist, was ist da drin? Und das ist die Frage, die ich gerne beantworten würde und die Franzosen lassen mich nicht graben. Aber wir haben ja die Archive. Und in einem französischen Archiv, in der Médiathèque du Patrimoine in Charenton-sur-Seine, liegt ein Originalplan von Zacharie Le Rouzic von 1926, ergänzt 1928. Denn er, Zacharie Le Rouzic, hatte in dem Steinkreis, in dem später die Deutschen gegraben haben, in Kerleskorn, auch schon einmal gegraben. Und Zacharie Le Rouzic hat in diesem Plan festgehalten, dass einmal links unten vom Erdhügel ein sogenanntes Fond de Cabane ist. Das ist das Bild links oben, dieses kleine Halbrunde, was er da eingezeichnet hat, mit nochmal so einem winzig kleinen Stein rund drin. Fond de Cabane heißt Hüttengrundriss.
Er hat eine Hütte gefunden mit einem Foyer, einem Feuer. Das heißt, eine Siedlungsstruktur. Auch rechts oben, das ist das, was in den benachbarten Steinreihen auf dem großen Plan eingezeichnet ist. Auch das ist eine doppelte Hüttenstruktur und auch da steht an zwei Stellen Foyer, Feuerstelle. Auch das eine Siedlungsstruktur. Und mitten im Steinkreis, wo Sie diese ganzen kleinen Tupfen auf diesem großen Bild nur erahnen können, was ich unten rechts nochmal rauskopiert habe, der Plan ist leider aus so einem Butterbrotpapier, das lässt sich ganz schwer fotografieren, auch da sind mehrere Hüttenstrukturen. Mehrere Male steht auch da das Wort Foyer. Und diese drei geringelten Dinger sind anstehende Felsen in diesem flachen Boden, die Schleifspuren tragen, wo also jemand sich hingesetzt hat und zum Beispiel Steinbeile geschliffen hat. Richtig Schleifspuren. Das Herstellen von Beilen ist aber eine handwerkliche Tätigkeit. Das ist vermutlich keine kultische Tätigkeit. Wir würden von einer Art neolithischem oder kupferzeitlichem Priestertum, archäoastronomischen Untersuchungen nicht erwarten, dass die sich hinsetzen und da Keramik backen oder ein Herdfeuer anzünden oder Steinbeile schleifen. Wir würden in so einem Steinkreis für eine kultische Funktion auch kultisches Inventar erwarten. Besondere Keramik, zum Beispiel Libationsgefäße für Trankopfer, nicht nur normale Feuerstellen, sondern Feuerstellen, die vielleicht mit einer Gravur versehen sind. Irgendetwas, was diese Situation in dem Steinkreis aus dem normalen, profanen Leben herausragt, herausholt, in eine bestimmte sakrale Sphäre. Und genau das haben wir nicht. Natürlich könnte man jetzt sagen, Frau Perschke, aber vielleicht sind das ja alles kleine Tempelstrukturen. Das können wir natürlich nicht sagen. Was wir sagen können, ist das, was wir da drin haben, diese kleinen Siedlungsstrukturen, ist genau das Gleiche, was wir in den benachbarten Siedlungen der Region haben. Es unterscheidet sich in nichts. Und auch das Inventar, die Keramikscherben und die Beilbruchstücke und so weiter, die Pfeilspitzen, ist genau das Gleiche, was wir in den Siedlungen haben. Da ist kein Unterschied für ein besonderes kultisches Inventar zu sehen. Gehen wir noch einmal zurück zu Ker Mario, wo ich gesagt habe, da fehlt ein Steinkreis. Diese Struktur, die James Milne da 1881 ausgegraben hat, hat zwar eckige Strukturen, das heißt aber nicht, dass wir sie darüber datieren könnten. In dieser Struktur sind auch wieder ganz viele Foyers, ganz viele Herdfeuerstellen und es sind hier ja mehrere Zimmer und Kammern, die da als Fundament abgebildet sind. Das Fundinventar darin ist komplett gemischt, in diesem flachen Humus kann man keine Schichten mehr ablesen, da ist über die Jahrtausende so viel umgegraben worden. Wir haben da zum Beispiel oben ein gallorömisches Gefäß, aber eben ein ganz normales Haushaltsgefäß. Wir haben Tierzähne, wir haben rechts oben das zweite ein Spinnwürtel, der zum Teil abgebrochen ist. Wir haben aber auch unten links ein Metallglöckchen, das vermutlich mittelalterlichen Ursprungs ist. Und unten sind neolithische Pfeilspitzen und Feuersteinabschläge. Wir haben also wirklich das ganze Inventar an einem Ort, das bis auf das Glöckchen, das ja mittelalterlich ist, weil es aus dem Pressblech ist, das wir alle auch heute noch kennen, bis auf dieses Glöckchen wäre der Rest eher ganz normales bäuerliches Inventar und kein Kultinventar, wie wir das von anderen Stellen kennen. Ähnlich zeitgleiche Kulturen hier in Mitteleuropa haben zum Beispiel Tontrommeln oder Rasseln oder anderes Kultgeschirr, wie gesagt, Trankopfergefäße oder so, die wir im archäologischen Befund wirklich rauspuzzeln können und sagen können, hier hat vermutlich etwas Besonderes stattgefunden und das fehlt hier. Wir haben aber einen Vergleich und damit einen sehr guten Hinweis, nämlich die Strukturen, die hier in der Bretagne aus Stein gebaut sind, die gibt es im Landesinneren auch. Kreise, eiförmige, ovale Kreise, die genauso aussehen, das war doppelt gemoppelt, eiförmige Strukturen, die genauso aussehen wie die sogenannten Steinkreise der Bretagne, aber aus Holz. Sie sehen hier in der Umzeichnung genau diese unregelmäßigen großen Steinsetzungsstrukturen, teilweise mit einer geraden Kante, wo so ein Halbkreis ansetzt. Teilweise so ein bisschen eiförmig zulaufend, der untere so ein bisschen oval. Das sind alles Pfostenlöcher von großen Hölzern. Und da drinnen
haben wir im archäologischen Befund ganz normale neolithische Langhäuser. Keine Tempel. Das sind ausgegrabene, ganz normale Wohnhäuser. Die decken sich mit den komplett anderen Befunden in der ländlichen inneren Bretagne. Und sie stehen in Palisadenkreisen. Ungefähr so, wie wir uns das vorstellen können, wenn wir uns den kleinen Kreis von Minek anschauen und uns da dieses moderne Dorf drin vorstellen. So muss das im Neolithikum mit diesen Holzpalisaden ausgesehen haben. Und das ist natürlich eine aufsehenerregende Sache, denn wir haben hier genau das Gleiche, nur einmal aus Stein und einmal aus Holz gebaut. Es gab Kollegen gerade aus Großbritannien, die auch in Stonehenge sehr aktiv waren, hier Colin Renfrow und Mike Parker Pearson, die haben viel geschrieben darüber, dass Holz für die Lebenden ist und Stein für die Toten. Man könnte jetzt hier sagen, Frau Perschke, ja, das sind Wohnhäuser in Holzpalisaden, Holzhäuser in Holzpalisaden für die Lebenden, dann sind die Steinkreise vielleicht für die Toten, denn sie sind aus Stein. Das wage ich zu bezweifeln, denn es liegt wahrscheinlich am Baumaterial. Das Innere der Bretagne ist heute noch sehr waldreich. Das atlantische Klima hat auch im Neolithikum und in der Frühbronzezeit da sehr viel Holzwachstum ermöglicht. Da gab es große Baumstämme. An der Küste, wo der Golfstrom anbrandet und wo wirklich raue Winde herrschen, gab es das nicht. Wir haben an der Küste der Bretagne kein Holzwuchs. Stattdessen haben wir noch eine andere Parallele in Karnak, in den großen Steinreihen. Denn, wie wir vorhin in Minek schon mal gesehen hatten und hier auch nochmal unten in der Umzeichnung haben und oben rechts neben der Mühle, auch in den Steinreihen von Karnak hat es im 19. Jahrhundert noch breitflächig Steinmäuerchen, Trockensteinmäuerchen gegeben, die Menhire miteinander verbunden haben. Im 19. Jahrhundert haben die Menschen da ihre Gärten drin angelegt. Die waren also wirklich teilweise mit Eingängen versehen. Da drin waren dann eben die einzelnen Gärtchen. Jeder wusste, das ist mein Gärtchen, der gehört dem Nachbarn. Und da waren eben die eigenen Pflanzen, die eigene Ernte geschützt. Und das eben auch vor kleinen Nagetieren, die dann da nicht einfach reingehen konnten, weil das Steinmäuerchen schon zum Beispiel gegen Wildschweine oder andere Wildfraße die Saat schützt. Trotzdem, warum aus Stein an der Küste? An der Küste haben wir anstehenden Fels aus Leukogranit, einem weißen Granit, der unter diesem ganz flachen Humus überall ansteht. Wie gesagt, da ist keine Eiszeit drüber gegangen, das ist alles die gesamte Zeit der gleiche Boden. Während wir hier bei uns in Norddeutschland ja inzwischen diese Schwemmsandebene aus den drei Eiszeiten haben. Hier haben Sie zum Beispiel einmal links aus Kermario an der Stelle, wo der fehlende Steinkreis ist, der blanke Fels, der da zwischen den Gräsern und Kräutern durchschaut. Und auch oben rechts Kermario, gleich neben dem Steinkreis, wo die Steinreihen ansetzen, guckt breitflächig der blanke Fels raus. Und dieser Fels springt im Winter von ganz alleine. Wir haben Pollendiagramme, das habe ich hier nur erwähnt, weil auch da habe ich leider nicht das Bildrecht bekommen. Wir haben Pollendiagramme aus Kerpen hier bei Loc Maria Kerr in der Mitte vom Arbeitsgebiet und aus Kerlescon aus dem Steinkreis, was die Deutschen einmal 1941 beprobt haben. Und in diesen Pollendiagrammen kommt zum Vorschein, dass in diesem Gebiet hauptsächlich Weide, Hasel und Erle gewachsen sind, mit sehr, sehr wenig Kieferneinschlag. Und wenn Sie die Krüppelkiefern aus diesem Küstenbereich mal gesehen haben und wenn Sie wissen, dass man aus Weide, Hasel und Erle einfach kein Haus bauen kann, weil das lange, dünne Routen sind und weil in diesem mediterranen, wilden Klima, in diesem atlantischen Klima, die Hölzer einfach nicht, die Stämme nicht die Dicke erreichen, dass man daraus wirklich Wohnstrukturen oder Palisaden bauen kann. Wenn Sie gleichzeitig aber Steine haben im Untergrund, die Sie nicht wie die Sarsen oder die Blausteine in Stonehenge erst weit herantransportieren müssen, sondern wenn Sie das Baumaterial direkt vor den Füßen liegen haben und nur aufrichten müssen, dann wäre es doch eine Arbeitserleichterung, und Menschen sind nun mal bequem, das Material zu nehmen, das vor den Füßen liegt. Und wenn ich kein Holz habe, um mein Haus, um meine Ernte zu schützen, dann baue ich meinen Zaun eben aus den Steinen, die herumliegen. Wir haben ein Monument, in dem Holz und Stein vermutlich zusammen vorkommen.
Es gibt in meinem Arbeitsgebiet einen doppelten Steinkreis, einen achtförmigen, der heißt Örnanik. Der obere Teil befindet sich auf einer sehr, sehr kleinen Insel. Und der zweite, sehen Sie auf dem unteren Bild, der zweite befindet sich darunter im Wasser. Wir haben in diesem Arbeitsgebiet mit einem erheblichen Anstieg des Atlantiks um 5000 vor Christus zu tun. Das ist die sogenannte Flandrische Transgression, dass der Meeresspiegel in wenigen hundert Jahren um mehrere Dutzend Meter angestiegen. Dabei wurde dieser untere, tiefere Steinkreis, der in einem Flussbett lag, überflutet. Und die Menschen, die dort siedelten, haben wahrscheinlich das gleiche Monument etwas höher nochmal gebaut. Dieser doppelte Kreis ist der einzige im Arbeitsgebiet, der wirklich abgehoben ist vom Inventar, denn hier haben wir über 800 Kilogramm Keramikscherben mit besonderen Dekoren. Wir haben hier fast keine Steinwerkzeuge und es wird breitflächig davon ausgegangen, dass es sich hier um eine Keramikwerkstätte handelt, dass also diese Steinkreise entweder ein Marktumschlagplatz waren, eine Produktionsstätte oder etwas Ähnliches. Mit meiner Interpretation würde ich sagen, wenn ich mein Bauernhaus mit einer Steinpalisade umgebe, die wir als Steinkreis empfinden, warum sollte ich dann nicht auch meine Keramikwerkstätte, wo ich wertvolle Keramik mit besonderen Dekoren darauf herstelle, auch mit einem entsprechenden Zaun umgeben? Und wenn das Wasser steigt, dann baut die Familie eben etwas höher auf der gleichen Insel, also auf der dann entstehenden Insel, nochmal ein entsprechendes Monument und wir ziehen nur 10 Meter weiter höher. Auf uns heute wirkt es unglaublich erklärungsbedürftig und geheimnisvoll, aber vielleicht waren da einfach nur Menschen am Werk, die ihre Werkstätte etwas höher gesetzt haben. Warum Holz und Stein? Weil in diesem Befund auf dieser Insel hat Zachary Le Rosic 1930 gegraben und hat neben jedem noch stehenden Menhir eine kleine viereckige Steinsetzung gefunden. Er hat es damals untersucht und gesagt, die sind ja alle fundleer. Da ist ja nichts drin. Da sind auch praktisch keine Keramikscherben drin, während sich daneben die Haufen Keramikscherben türmen. Da drin war nur so ein kleines bisschen Rest Holzflitter und Holzasche. Wenn man jetzt interpretieren würde, dass in diesen kleinen Steinkisten jeweils ein kleines Pfählchen gestanden hat, mit dem man zum Beispiel den Menhir aufgerichtet hat. Es wird ja immer noch diskutiert, wie wurden die Menhire überhaupt aufgerichtet. Wenn man also in diesem flachen Boden kein richtiges Pfostenloch machen konnte, weil der Steinboden einfach zu stark ansteht. Und wenn man da jeweils einen Baumstamm, den man zum Aufrichten benutzt, mit einem so einem kleinen Steinviereck verkeilt, den man hier aufrichtet und dann den Pfahl entnimmt, um ihn für die nächste Menhiraufrichtung wieder zu verwenden, dann bleiben diese kleinen Steinstrukturen im Boden, die eigentlich nur die Verkeilungen von diesen Pfosten gewesen sind, die man zum Aufrichten benutzt. Das wäre die einzige Situation, wo wir wirklich möglicherweise eine Holzverkeilung neben dem eigentlichen Menhir haben. Gleich benachbart ist der Ort Loc Maria Care, wo ein ganz berühmtes Steingrab, die flachen Steine, Le Pierre Plate, direkt an die Küste gebaut ist. Dieses Grab besteht aus dem weißen Granit, der dort vorkommt, und ich habe Ihnen mal die Küstensituation hier gegeben. Vorne an dieser Meereskante stürzt das Gelände relativ jäh ab. Und dort können Sie auf dem Bild sehen, wie einfach durch Meeresebbe und Flut und Frosteinwirkung die Menhire von alleine in diese entsprechende Menhirform springen. Wenn Sie sich also in diese Kuhle hinunterbegeben, können Sie die losen Steine, die schon durch Erosion diese Menhirform, diese typische, ungefähre Asterix- und Obelix-Form annehmen, aber eben auch ganz viele andere Formen, wie wir sie ja wieder verbaut gesehen haben, dann können Sie diese Steine einfach bergen, auf den Strand hochziehen und benachbart verbauen, egal ob im Steingrab, in den Steinreihen oder in den Steinkreisen. Dieser weiße Granit ist relativ leicht zu tragen. Ich habe mal nur so einen kleinen mitgenommen oder beziehungsweise, vielleicht können Sie es sehen, ich habe hier mal so ein kleines Stück von diesem weißen Granit mitgebracht. Der hat Glimmer drin, der funkelt. Viel ist darüber geschrieben worden, ob vielleicht dieses funkelnde Gestein eine besondere Bedeutung hat für den Totenkult oder für anderes. Ich würde sagen, das ist einfach das Gestein, das lokal ansteht. Es wäre sehr mühselig gewesen, Sandstein oder andere Steine
von einem weit entfernten Ort herzubringen. Dieser weiße Granit ist einfach der Untergrund. Und wenn wir dort Steinmonumente errichten, ist es das Einfachste, sie einfach aus der Küste zu nehmen. Was bleibt? Ich möchte nicht abstreiten, dass es in diesen Kromlecks oder in diesen gebogenen Steinsetzungen kultische Handlungen gegeben hat. Das weiß ich schlichtweg nicht, ich war nicht dabei und wir haben kein Inventar dazu. Ich finde es aber nicht gut, wenn man bei jedem Steinkreis sofort sagt, das ist ein besonderes Monument, das muss kultisch sein, das muss himmlische oder andere Bezüge haben. Ich würde gerne im Befund einfach bei Null anfangen und sagen, da steht eine gebogene Steinreihe, was könnte es sein? Und die Indizien, die ich in der Bretagne sehe, wie gesagt, nicht bei Stonehenge und auch nicht bei den deutschen Monumenten, die Indizien, die ich in diesem Gebiet sehe, sind, wir haben kein Holz, das für vernünftige Palisaden oder Häuser reicht. Deswegen nehmen wir das, was im Untergrund vorhanden ist, nämlich das lokal anstehende Gestein, ein wunderschönes Gestein, ein leichtes Gestein, und bauen daraus unsere Monumente. Und wenn Wildschweine oder Feinde meine Saat und Ernte zerstören, muss ich sie schützen? Also schütze ich sie durch eine Einhegung, die für uns heute wie ein besonderer kultischer Befund aussieht, aber vielleicht ursprünglich tatsächlich einfach nur ein Gartenzaun gewesen ist. Dass die Steinkreise der Bretagne groß genug dafür wären, kann man immer wieder hingewiesen in diesem Steinkreis von Minec sehen, wo heute noch 6 große Gehöfte drinstehen, die sich diese Steine einfach angeeignet haben. Und damit danke ich Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich auf Ihre kritischen Fragen. Ja, Rena, vielen Dank für den sehr aufklärerischen Vortrag. Es ist natürlich immer etwas irritierend, wenn es jetzt keinen Applaus aus dem Saal gibt. Wenn wir den Vortrag hinten aus der Regie, gibt es auf jeden Fall Applaus. Und es gibt auch Applaus online. Es haben uns an die 130, oder dir, uns ja nicht, aber dir, an die 130 ZuschauerInnen zugesehen und zugehört vor allen Dingen. Und es gibt auch Fragen aus im Chat, bevor ich aber gleich auf diese Fragen zurückkomme. Also es ist im ersten Moment ja frustrierend, ne? Also wenn man erfährt jetzt von dir, dass uns im Prinzip ein Bären aufgebunden worden ist von unseren früheren Kollegen, das sind ja eigentlich ausschließlich Männer gewesen, so. Und auf der anderen Seite auch wiederum schön von dir jetzt zu hören, wie man, wenn man auf Null geht, also wenn man erstmal erkannt hat, okay, das sind gar nicht die originalen Formen, auf die man lange Bezug genommen hat, sondern das sind Nachbauten, junge Nachbauten aus dem 19., zum Teil Anfang 20. Jahrhunderts. Also wenn man das erstmal realisiert hat und dann nochmal von Null anfängt, was man auch, also über akribisches Forschen in den historischen Unterlagen, gar nicht so sehr archäologisch, sondern eher historisch, was man alles rausbekommen kann. Und damit ergibt sich ja, wie immer das, wie es immer so ist, auch wieder eine ganz neue, oder ergeben sich ganz neue Fragen. Und eine Frage, die ich habe, betrifft auch deine Interpretation. Also wenn ich es nochmal ganz kurz zusammenfassen kann, du sagst im Prinzip, sind keine kultischen und schon gar keine irgendwie Sonnenobservatorien, Formationen, ne? Sondern sind dem Alltag, also dem Siedlungsbereich zuzuordnen, zum Großteil. Und du sprichst direkt auch von Bauernhäusern und von Familien. Hast du im Kopf oder hast du so eine Idee, wie groß diese Familien gewesen sind? Und sind das eher so, das klingt jetzt erstmal nach Kleinfamilie, aber das wird es ja wohl nicht gewesen sein. Also weil mit 4 Personen, 5 Personen, 6 Personen, weiß ich nicht, wie kann man denn dann doch so schwere Steine bewegen, auch wenn man sie jetzt vielleicht nicht zuschlagen muss? Nein, das wissen wir nicht. Wir können keine Familiengröße feststellen, weil wir jetzt speziell an der Küste in dieser megalithreichen Situation, in diesem Kerngebiet, keine vernünftig ausgegrabene Siedlung haben. Wir haben viele von diesen kleinen Hüttenstrukturen, die aber nur als ganz flache Grundrisse erhalten sind.
Wir haben nirgendwo etwas, wo wir zum Beispiel so ein großes Langhaus wie im Landesinneren haben. Für diese Langhäuser gibt es wirklich gute Berechnungen, wie viele Menschen, wie viel Vieh man da unterbringt. Das geht bis in die Wurdenforschung, dass man sagt, so und so viele Häuser mit so und so vielen Familienmitgliedern ergeben eine Gemeinschaft. Und das können wir an der Bretagne nicht leisten. Dafür haben wir einfach nicht die richtigen Strukturen. Die andere Sache, ich lehne nicht ab, dass es da vielleicht etwas Kultisches oder Sakrales gegeben hat an den Kreisen. Ich sage nur, wenn ich bei Null anfange, sehe ich es auf den ersten Blick nicht. Wir Archäologen sind ja materialgläubig, also nur das, was ich finde und wirklich anfassen kann, Stein, Holz, Keramik, das gibt mir erstmal die Grundlage für meine Interpretation. Dass ich vielleicht persönlich glaube, dass man sehr wohl in so einer Einhegung vielleicht auch mal was Sakrales gemacht hat, das ist ja etwas anderes. Aber im Befund spiegelt es sich einfach nicht wider. Wir können nicht sagen, so war es oder so war es nicht. Dafür sind wir zu weit weg vom Neolithikum. In der Nachnutzung, die habe ich jetzt ausgelassen, in der Nachnutzung ist es sehr wohl so, dass wir spätestens ab dem Mittelalter eine massive Nachnutzung der Steinreihen und der Steinkreise haben. Und da wurden dann eben auch Kirchen dran gebaut, Quellen in der Nähe überbaut, das Ganze wurde christianisiert, es wurden Kreuze reingeschlagen. Also spätestens da kommt eine ganz große sakrale Nutzung mit rein. Inwieweit die zurückstrahlt in die keltische oder gallorömische Zeit, können wir ohne Funde einfach nicht sagen. Genau. Und es gibt ja genügend ethnografische Untersuchungen oder beziehungsweise Ergebnisse, Parallelen, die zeigen, dass, also natürlich gibt es auch solche, wo wir sagen können, ja, das Sakrale und das Profane sind räumlich deutlich voneinander getrennt. Es gibt aber auch das andere Beispiel, also dass wir diese beiden Sphären, so wie wir es heute haben, das sozusagen die Kirche, das ist der Raum, wo man hingeht und dann macht man vielleicht, ist man noch gläubig im Inneren für sich, in seiner Wohnung, aber ansonsten gibt es ja schon eine große, also starke Trennung dieser Sphären, aber wir können das ja nicht direkt auf die Vorgeschichte übertragen, 1:1. Nein, das können wir auf keinen Fall, zumal ja da diese ganzen anderen Befunde mit reinspielen. Wir haben zum Beispiel in der Seine-Quelle ein Befund, wo die Quelle entspringt, später ganz viele Fibeln und Gewandspangen, vor allem von Frauen, niedergelegt worden waren. Da kann man also wirklich sehen, da ist eine Quelle, die für die Leute etwas Besonderes war. Da wurden Geschenke niedergelegt, Opfergaben niedergelegt. Und sowas haben wir einfach bei mir im Arbeitsgebiet nicht. Wir haben da keine Hortfunde, keine Niederlegungen. Uns fehlt genau dieses bisschen sakraler Touch, der das Ganze zu einem herausgehobenen Ort machen würde. Ja, es gibt im Chat nochmal allerhand Applaus und auch einige Fragen, zum Teil sind die Fragen bereits während des Vortrags gestellt worden. Die erste Frage hat sich im Prinzip, oder hast du in deinem Vortrag schon beantwortet, ich nenne sie jetzt trotzdem nochmal der Vollständigkeit halber, und zwar, welche Tiefe haben die Steine im Erdreich im Durchschnitt? Also wir wissen ja jetzt, gibt gar kein Erdreich, ne? Oder zumindest fast nicht vorhanden. Aber vielleicht kannst du noch mal darauf eingehen. Genau, also wir haben von James Milne von 1881 diese Publikation, wo er mehrere Schnitte hat. Da ist es auch schon sehr flach gezeichnet. Und wir haben eben diese deutsche Ausgrabung, die ich auch wegen der Bildrechte hier nicht ausführlicher zeigen kann. Da ist aber einiges schon zu publiziert. Und da haben wir konkret auch Schnitte, wo man die Tiefe erkennen kann. Und diese genannten 20 bis 40 Zentimeter sind der Schnitt. Es gibt mal einzelne Stellen, da sind es auch 60 Zentimeter bis zum gewachsenen Fels. Aber es gibt eben auch viele Stellen, wo der gewachsene Fels herausguckt, wo wir also 0 Zentimeter Humus haben. Und wenn man sich vorstellt, dass diese an manchen Stellen ja 4 oder 5 Meter hohen Steine wirklich in so ein bisschen Humus mit Steinen verkeilt sind und dann die Stürme sieht, die drüber gehen, dann weiß man auch, warum die relativ schnell umfallen. Also der Humus ist da einfach wirklich flach und es gibt auch keine, bis auf ein paar Bachbetten, wo vielleicht was aufgeschwemmt ist, gibt es da keine Stellen, wo man sagen kann, da ist jetzt richtig Erde. Das liegt einfach an der Erosion. Ist denn das Gelände günstig für geophysikalische Untersuchungen? Das ist auch eine Frage. Gab es sowas schon in die Richtung? Ja. Ich würde gerne mal genau diesen Steinkreis von Kerlescon oder einen der anderen
geomagnetisch untersuchen lassen. Aber es ist nicht möglich, weil für jeden Eingriff in die Steinreihen und Steinkreise dieser großen Region Karnak, also dieses Weltkulturerbes, braucht man, ich sag mal so, man braucht 7 Stempel von 7 unterschiedlichen Behörden und die sind sich untereinander nicht unbedingt grün, weswegen es sehr, sehr schwierig ist, alle Genehmigungen zu bekommen. Wir haben es versucht mit einer deutsch-französischen Kooperation und das ist uns leider nicht gelungen. Es wäre wahnsinnig schön, da einfach mal zu prospektieren und ich sag mal, gerade von den Unberührten, ich habe ja gesagt, Kerles Korn Nord ist komplett unberührt, da ist nicht gegraben, da ist Wildnis, das ist auch ein vom Staat angekauftes Grundstück. Da könnte man so wunderbar einfach mal im Winter, wenn die Farne und der Stechgins da vegetationsmäßig am Boden liegt, einfach mal drüber gehen und prospektieren. Aber das ist eben im Moment nicht gewollt und wir haben eine wunderbare Vorbehaltsfläche, die spätere Generationen untersuchen können. Mhm. Manfred Görgens fragt, ob es schon neue Erkenntnisse gibt zu den Gravuren, die man zum Beispiel auf Steinsetzungen in der Ile de Gavrinie findet. Zu den Steinkreisen erst nochmal. Wir haben interessanterweise an den genannten Steinkreisen im Arbeitsgebiet keine Gravuren. Das heißt, da wurden auch weder die Steine graviert, noch gravierte Steine wieder verwendet. In den Steinreihen und vor allem bei den Megalithgräbern sieht das natürlich ganz anders aus. Genau. Zu Gavrinis gibt es sehr schöne neue Befunde. Unter anderem haben wir festgestellt, dass an dieser Stelle, also die Gräber sind was ganz anderes als die geometrischen Steinsetzungen. Bei den Gräbern ist es tatsächlich so, dass erstens in Gavrinis ein Deckstein verbaut ist, der eine passgenaue Stelle mit einem anderen Stein hat, der 15 Kilometer entfernt in einem anderen Grab verbaut ist. Da ist eine Gravur drin, die in der Mitte durchgeteilt wurde. Und diese beiden Steine standen wohl, Serge Cassin hat das mal sehr schön publiziert, da gab es wohl mal in Lokmariaker eine große Stelenreihe von 14 bis 16 wirklich großen Menhiren. Der längste soll bis 21, 22 Meter hoch gewesen sein. Das ist kein Scherz, ich habe mich nicht versprochen. Die kleineren sind so um die 10 bis 16 Meter hoch gewesen. Und diese Steine waren massiv graviert, haben zu einem bestimmten Zeitpunkt ihre Funktion für die Menschen verloren und ihre Bedeutung, wurden dann zerbrochen und wieder verbaut. Und da haben wir 3 oder 4 Beispiele, wo diese Steine in unterschiedlichen Gräbern wieder verbaut wurden, mit mehreren Kilometern Entfernung, teilweise über Flüsse transportiert, teilweise über Land. Wie die das gemacht haben mit diesen massiven großen Steinteilen, wissen wir nicht. Vielleicht über Eis im Winter mit Schlitten oder die hatten schon paarige Ochsen, also Schleifen- oder Wagensituationen. Aber ich meine, was Sie mit Gavrinis meinen, ist vielleicht auch diese ganzen Schleifen und Bögen, die wir da drin haben. Nein, dazu gibt es nichts Neues, außer dass sich die Schleifen und Bögen auf den Wandsteinen im Ganggrab von Gavrinis natürlich mit dem Boyne Valley decken, also mit New Grange und den benachbarten Gräbern. Wir haben ganz, ganz viele Motive. Alleine schon in Gavrinis gibt es eine in die Wand gemauerte Nische mit 3 Löchern. Und wir haben im Boyne Valley 2 Situationen, wo genau so eine Dreiernische gemacht ist. Wir haben Triskelen-ähnliche Zeichen, wir haben diese sogenannten Fingerabdruckzeichen, wir haben die Beile, die rein graviert wurden. Aber ich denke, da können Sie vielleicht nächste Woche besser Knut Rassmann zu fragen oder beim nächsten Vortrag. Der wird nämlich über das Boyne Valley sprechen und ich denke mal, der wird genau diese Vergleiche ziehen. Zu den Steinkreisen kann ich Ihnen an dem Punkt halt nichts sagen, weil in den Steinkreisen oder Cromlechs keine gravierten Steine sind. Ja. Die Fragen reißen auch nicht ab im Chat, obwohl, und da steht auch im Chat, BVB zeitgleich spielt, ne? Das ist im Ruhrgebiet natürlich auch eine echte Konkurrenz. Und aber noch einmal ganz kurz, weil es jemand nicht mitbekommen hat, nochmal in einem Satz, lassen sich die Steine zeitlich datieren? Ja, die sind alle aus dem Trias, weil Trias setzt sich zusammen unter anderem aus Granitbildung. Nein, die Strukturen. Ja, ich weiß, aber die Frage wird so oft gestellt. Die Steine sind erdgeschichtlich einfach uralt, so alt wie die Dinosaurier. Wann sie gebrochen und aufgerichtet wurden, das kann man nicht datieren. Es gibt, wenn man einen ungestörten Befund hat,
der seit der Errichtung nicht angefasst wurde. Die Möglichkeit zum Beispiel, da drunter zu graben und mit Thermolumineszenz Untersuchungen zu machen, seit wann dieser Stein auf der Erde liegt. Wir können sonst nur in den Verkeilungen gucken, ob da Kleinfunde unter dem Stein drin sind, die sagen, dieser Fund ist in die Erde gekommen, bevor der Stein gesetzt wurde. Aber wann ein Stein genommen und aufgerichtet wurde, ist nicht datierbar, weil man einen Stein einfach nicht datieren kann, außer seine erdgeschichtliche Entstehung. Das mit der Trias war ein alter Archäologenwitz, weil die Frage kommt, wirklich oft, können Sie den Menhir datieren? Ja, dinosaurierzeitlich. Noch eine kurze Frage, also noch eine Frage von Ingrid Rösene, und sie hatte uns im Vorfeld, vielleicht kannst du dann da auch gleich noch auf die Fragen eingehen, auch schon Fragen geschickt. Diese hier im Chat lautet: Kann die geringe Humusdichte für die fehlenden Funde der Grund sein? Ja, weil die Steine dadurch sehr schnell umstürzen. Nun haben wir in der Bretagne ein Phänomen, das wir genauso hier bei uns in Mitteleuropa oder Deutschland auch haben, nämlich es sind ja viele Generationen seit damals über das Land gegangen. Die wollten alle irgendwo wohnen. Die Häuser der Region, das können Sie zum Beispiel auf dem Bild, das jetzt drin ist, sehr schön erkennen. Die Häuser der Region sind aus dem gleichen Stein erbaut. Wenn man jetzt ein Haus baut, und da gibt es auch Schlösser, die aus diesem weißen Granit erbaut sind, so Gutshausschlösser. Und für die haben wir teilweise Bauberichte aus dem 16., 17., 18. Jahrhundert. Und da steht ganz direkt drin, Baumaterial muss ja nicht bezahlt werden, benachbart liegen ja die ganzen großen Steine herum. Wir haben also ganz konkret die Entnahme von Steinen, von gestürzten oder noch stehenden Menhiren, zum Zerschlagen und zum Bau von Häusern, genauso wie bei uns in Norddeutschland aus abgerissenen Großsteingräbern Chausseen erbaut worden sind. Ich denke, das ist einer der Hauptgründe, warum so viele Steine fehlen. Und das Ganze gilt ja nicht nur für unsere modernen Häuser, auch die Kelten und die Römer, die mal ins Land eingewandert sind, haben ja neue Häuser gebaut. Und auch die Römervillen sind aus dem gleichen Stein erbaut, teilweise sogar in die großen Steinreihen reingebaut. Also in Meneck haben wir direkt darin die Spuren einer Römersiedlung, in Kermario auch. Ganz viele fehlende Steine sind einfach Baumaterial geworden. Es gibt das Denkmalschutzgesetz noch nicht so lange, ne? Deswegen. Das war in der Bretagne sogar heiß umstritten. Ach so. Denkmalschutz gab es in der Bretagne historisch ab dem 19. Jahrhundert nur und ausschließlich in dem Sinn, dass man gesagt hat, da gibt es ein Monument, zum Beispiel diesen Dolmen, der ist besonders, den möchte ich klassifiziert haben als Monument historique. Dazu hat es einen engagierten Denkmalschützer gebraucht, wie Felix Gaillard oder Zacharie Le Rosic. Die mussten mit dem Grundstücksbesitzer verhandeln, dass sie das überhaupt melden durften. Ohne Zustimmung des Grundstücksbesitzers gab es nämlich keinen Denkmalschutz. Und was Grundstücksbesitzer von sowas halten, können Sie sich selber denken. Und wenn Sie die Grundstücksbesitzer überredet haben, wurde ans Ministerium in Paris ein Antrag gestellt. Und dann wurde dieses eine Monument unter Denkmalschutz gestellt, aber alle anderen außenrum eben auch nicht. Und das, was wir heute unter Denkmalschutz verstehen, nicht abreißen, nicht versetzen, nicht darunter graben und so weiter, das ist eine etwas tragische Geschichte, das kam nämlich tatsächlich auch erst mit der deutschen Besatzung. Denn und während der deutschen Besatzung wurde von der Vichy-Regierung das erste Mal ein allgemeines französisches Denkmalschutzgesetz überhaupt erlassen, nach deutschem Vorbild und von den deutschen Besatzern mitgestaltet und abgesegnet. Und das ist die Grundlage der französischen Denkmalpflege von heute. Also Denkmalpflege ist in der Bretagne eine relativ junge Sache, und hat die Steine bis weit ins 20. Jahrhundert vor diesen ganzen Restaurierungen nicht geschützt. Ja, vielen Dank auch nochmal für deine Auskunft der Fragen. Wir hatten noch eine Frage zu dem Unterschied zwischen Menhir und Stele. Genau, es gab ganz am Anfang schon mal eine Frage, wo ist denn der begriffliche Unterschied zwischen Menhir, Stele und Säule? Ein Menhir ist von der Wortbedeutung einfach ein stehender Stein. Men heißt Stein und hier heißt stehend, so wie Dolmen, Tischstein. Men hier, stehender Stein. Das heißt, auch liegende Steine können als stehende Steine, als Men hier bezeichnet werden, wenn sie ungefähr roh in so einer Form sind, die mehr lang als breit ist. Also diese klassische Form, es ist länger als es breit ist.
Das macht einen Menhir aus, selbst dann, wenn er liegt, also gestürzt ist. Deswegen ist es bei kleinen quadratischen oder kleinen runden oder ovalen Steinen halt fraglich, ob man die als Menhir bezeichnet oder nicht als Bruchstein. Für das Wort Menhir muss der Stein also nicht stehen, sondern das ist einfach ein entsprechend großer Stein als Baumaterial praktisch. Eine Stele dagegen ist ein freistehender Stein mit einer konkreten Funktion. Eine Stele, und die Frage zielte, glaube ich, auf Menhirstelen ab, eine Menhirstele ist ein Stein, der wirklich skulptorisch in eine bestimmte Form gehauen wurde, zum Beispiel in eine menschliche, eine anthropomorphe Form, mit Gesicht oder irgendwelchen Details wie Gürtel, Schmuck, Waffen und dann errichtet wurde. Das ist eine richtige Stele. Eine Stele ist ein freistehendes Steinmonument mit einem Dekor. Eine Säule wiederum ist das gleiche wie ein Pfeiler. Das ist ein stehender Stein mit einer tragenden Funktion. Also eine Säule oder ein Pfeiler trägt etwas, zum Beispiel ein Dach oder die Trilithen, da würde man sagen, das sind Pfeiler oder Säulen, weil sie oben einen Querstein, einen Deckstein tragen. Deswegen ist ein Menhir einfach ein grober Stein in dieser Form und eine Stele ein dekorierter Stein in einer ähnlichen Form, aber viel intentioneller hergestellt. Gut, ich würde jetzt die Runde, die Diskussion schließen an der Stelle. Rena, du bist sicherlich auch noch bereit, dann die übrig gebliebenen Fragen im Chat schriftlich zu beantworten, sodass auch alle noch eine Antwort bekommen auf ihre Frage. Ganz herzlichen Dank nochmal an das Publikum vor den Bildschirmen. Ich kündige jetzt zum Ende noch unseren nächsten Vortrag an. Und zwar wird es sein Dr. Knut Rassmann von der Römisch-Germanischen Kommission in Frankfurt und er spricht über die Forschungen der Römisch-Germanischen Kommission im Beunetal. Und wenn Sie möchten, schalten Sie sich wieder zu und es wird aber auch der erste Vortrag sein seit langer Zeit, den wir mit Publikum haben werden. Also wenn Sie in der Nähe wohnen, kommen Sie gerne zu uns, gehen Sie vorher in die Ausstellung und dann sind wir froh, wenn wir Sie hier live oder beziehungsweise an dem Bildschirm wieder begrüßen können und zwar am 17. März wieder um 19 Uhr. Einen schönen Abend noch.